Liebe Zuschauer und Freunde des Elbkick TV, mein Thema heute: ein Verein, im letzten Jahr gegründet, der wie Phönix aus der Asche entstand, das ist positiv interpretiert. Sein Motto: dankbar rückwärts, mutig vorwärts. Es ist der Hamburger Fußballclub Falke e.V. Nehmen wir mal den SC Poppenbüttel im Blickpunkt vieler Fachleute, durch entscheidende Verantwortliche, Superspieler, viele Pläne, große Ziele. Aber sie spielen schon oder noch in der Bezirksliga. Der HFC Falke, wie er kurz genannt wird, ist jetzt schon ein großer Hoffnungsträger, muss aber erst in der Kreisklasse beginnen. 15 enttäuschte HSV-Fans durch die Abstimmung HSV Plus gründeten diesen Verein, der am 1. Juli seinen Punktspielbetrieb beim Hamburger Fußballverband aufnimmt. Im Internet des HFV ist der Verein schon als Mitglied registriert, aber die geforderten Rubriken sind noch ohne Angaben. Aber bekannt ist mittlerweile, dass der Fußballobmann ein alter Bekannter ist, und zwar Nils Kunze Braak. Der bekennt sich auch dazu, dass ein kurzfristiger Aufstieg in die Kreisliga ein Muss ist und dass weitere Aufstiege auch geplant sind. Und die Präsidentin Tamara Dwenger plant schon in einigen Jahren für die Oberliga. Und wenn man sieht, wer neben dem Co-Trainer Christopher Dorbier als Cheftrainer in der Verantwortung steht, wird das begründet sehen. Das ist Dirk Hellmann. Wer ihn als Mensch, Spieler und Fachmann kennt, wird wissen, was er als Trainer mit seinen 32 Jahren, mit seinen Beziehungen auf die Beine stellen wird. Namhafte und höherklassige Spieler sind ja schon in vieler Munde. Im Sommer ist bereits ein Trainingslager geplant und eine Menge Zuschauer werden auch schon bald erwartet. Ein Fan träumt schon davon, dass zum ersten Kreisklassenspiel 1000 Zuschauer da sein werden. Gespielt wird auf dem Rasenplatz von Union 03 an der Weidmannstraße. Hier gehen gut 6500 Zuschauer drauf. Eine Sportanlage mit riesengroßer Tradition. Hier spielte Union 03 schon in der höchsten Hamburger Liga. Pauli war mit den Amateuren mal beheimatet dort und der Hamburger Fußballverband hat dort viele Spiele auf neutralem Platz stattfinden und durchführen lassen. An diesem Samstag, dem 7. März, ist schon ein historischer Abend. Ab 18 Uhr im Vereinsheim Union 03 wird die Vertragsunterschrift für diese Spielstätte Weidmannstraße gefeiert. Ich glaube, man wird ab der neuen Serie noch staunen, sich wundern über den HFC Falke an der traditionsreichen Fußballhochburg im Herzen Altonas. Lassen wir uns überraschen von den Falken. Das war's dann auch für heute. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.